Herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Okay, ich habe gerade das Spiel gestartet. Er lädt hier gerade alles nach. Auf jeden Fall war ich noch so ein bisschen überlegen. Ehrlich gesagt, mir wurde gesagt, ich kann froh sein, dass, wo wir da bei der Straßensperre reingeguckt haben, wir keine Banditen gesehen haben, weil die sollen wohl so übel drauf sein, wenn man nicht genug ausgerüstet ist. Am besten mit Torrad auf dem Auto. Die töten einen wohl One-Hit. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ehrlich gesagt, würde ich auch lieber von uns gehen die Materialien aus. Und looten haben wir jetzt auch nicht mehr allzu viel. Die Stadt haben wir größtenteils durch. Und die... K war das, ne? Ja. Die City hier, die Western City. Ja, da rennen halt diese Seeker-Viecher rum. Dafür haben wir halt auch noch nicht die Schusskraft. Ich habe zwar die doppelläufige Schrotflinte oder was das da war, wie ihr sagtet. Aber ob man damit die Viecher totkriegen, ist eine andere Sache. Ich würde hier ehrlich gesagt gerne mal die Base ein bisschen weiterbauen, wenn wir das Material technisch hinkriegen. Damit wir mal ein paar Zombies farmen können. Wir brauchen ja auch Salz und sowas, ne? Jetzt muss ich mal was googeln. Was brauchen wir denn für die Mauer? Ja, gut, Nägel ist ja so ein Problem. Holz gar nicht mal so. Nägel ist ein Riesenproblem, wenn wir keine Materialien haben, ne? Weil die Nägel können wir ja... Wir haben nicht allzu viel davon. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Zeug herkriegen soll, ehrlich gesagt. Man kann es zwar selber herstellen, aber... Ja, das ist halt so ein kleines Problem. Dafür brauchen wir aber halt auch Materialien. Hier eine Herstellung kann man es. Dafür brauchen wir aber Eiern und Zinn. Und das kriegt man, soweit ich weiß, aus der Mine hier, ne? Die Mine, die ist hier ganz unten. Die ist am Arsch der Welt, warum auch immer. Müssen wir dadurch auch, glaube ich, erstmal durch die Straßensperre. Das ist die, ne? Wir müssen dadurch, ob es mir nur passt oder nicht. Das ist schon ein bisschen doof. Geht es einfach durchfahren, ohne die Banditen zu ignorieren? Wahrscheinlich jagen sie mir das Auto in die Luft, ne? Das ist echt doof. Wir werden es einfach nochmal probieren mit den Banditen. Es nützt alles nichts, aber wir werden dafür definitiv anständige Waffen mitnehmen. Die werden wir ziemliche Sicherheit brauchen. Schrottmuni habe ich ein bisschen was, so ist es nicht. Wo habe ich denn die, das sind die Werkzeuge? Ich meine, ich hatte sie nämlich. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich hier Doppelbeere Shotgun da Izzy wirklich gut ist. Dich nehmen wir auch mit, mein Freund. Ich bin auch überlegen, ob ich nicht die auch mitnehmen sollte. Messer kann man ja immer noch in die Hand nehmen, wenn man es brauchen sollte. Falsch hier. Aber dafür brauchen wir ja, mal gucken. Du kommst auch mit. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch... das nicht. Die dürfte es auch nicht sein. Entweder ist es die, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin ja kein Waffenexperte. Oder, warte mal, müsste man das nicht nachgucken können? Was die für Muni braucht? Also entweder ist es die Riffel, obwohl das glaube ich nicht, weil das ist ja kein Scharfschützengewehr. Auch wenn es da steht, M4, ne? Aber M4 ist doch kein Scharfschützengewehr. Geht aber anscheinend. Naja, den haben wir ja noch, die gute Schrotze. Die können wir auch mal nachladen. Sehr schön, sehr schön. Wir werden es einfach probieren. Essen haben wir genug. Trinken auch erstmal. Wir haben auch noch Essen dabei. Wie spät ist das? Es ist noch früh am Morgen. Also Zeit hätten wir. Wir werden da nochmal hinfahren. Wir werden es nochmal probieren. Den hatte ich, glaube ich, leer gemacht. Wir werden aber vorher abspeichern. Den können wir notfalls neu laden. Der war auch leer, ne? Jo. Gut, den fahren wir nochmal hin. Wir werden es einfach probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Wir brauchen Materialien. Ich hoffe wirklich, dass wir da Materialien kriegen von den Banditen. Notfalls können wir durch den Banditen durchfahren. Versuchen wir zumindest. Ich weiß auch nicht, was mich bei der Mine erwartet, ehrlich gesagt. Weil, da sagt ja auch jeder so ziemlich was anderes. Manche sagen, da sind Zombies drin. Ja, das glaube ich auch. Aber manche sagen auch, da sollen wohl irgendwelche Bosskämpfe drin sein. Wie soll man denn da bitte schöne Erze farmen? Nö, der müssen wir googeln. Der müssen wir wirklich googeln. Schlingern die so rum, mein Freund. So nett. Ich weiß aber auch wirklich nicht, was mich erwartet. Ist das hier die Straße? Ja, er hat sie bloß noch nicht ganz geladen. Okay.
Das ist die Straßensperre, ne? So, wir speichern definitiv einmal ab. Sicher ist sicher. Und den gucken wir nochmal. Wir müssen doch irgendwo Banditen rumlaufen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Mensch. Wir haben hier letztens schon mal geguckt, aber... Weil ich glaube, die haben auch Waffen, ne? Ich glaube, mit dem Schwert komme ich da nicht weit. Aber das kann es doch nicht sein, dass ich keine sehe. Und wenn ich es mal von der Seite versuche? Wir haben sie ja noch Benzin in den Autos. Das ist schon mal sehr gut. Das ist halt das, was so merkwürdig ist, ne? Dass ich hier keine Banditen rumlaufen sehe. Absolut nicht einen. Also entweder hat er bei mir die Banditen nicht geladen, was sehr, sehr merkwürdig wäre. Weil normalerweise sollte man die doch rumlaufen sehen, oder? Ich will da jetzt nicht einfach so reinrennen, weil dann bin ich mit ziemlicher Sicherheit tot. Ich vermute mich mal echt, dass sie irgendwo Sniper oder sowas stehen haben. Andererseits gesehen, wundert mich das auch wieder, dass ich überhaupt keinen hier rumlaufen sehe. Nicht einen. In der Tat sehr merkwürdig. Ja, okay, Zugang gesperrt. Ja, ja. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Die haben sich ja bereit gemacht. Alles kein Problem. Aber zeigt euch doch mal, Leute. Zeigt euch doch mal. Gar nicht so schwer sein, Mensch. Hier kommen wir nicht drauf, oder? Glauben. Ah, doch. Na gut, falls wir darauf gehen sollten, ist auch nicht so schlimm. Wir haben ihn gespeichert. Wie sieht es überhaupt aus mit unserem Leben? Das ist voll gut. Nicht, man sieht nicht einen, ne? Nee, das Zahnrad ist wohl nur Deko. Und das wundert mich. Es gibt doch überhaupt keine Möglichkeit, im Mist irgendwelche Zombies oder Banditen oder sowas auszuschalten. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also, wo sind die? Oder kommen die erst, wenn man was Bestimmtes aufgebaut hat oder so, dass die nicht von Anfang an da sind? Kann das sein? Das wäre aber in der Tat komisch, ne? Na toll, das wollte ich nicht. Gesehen, was war das hier mal? Ein Militärlager oder so? Rein theoretisch könnte ich mit dem Auto so durchfahren, wenn kein Bandit da ist. Oder sind sie alle in den Häusern? Das ist heute auch noch so eine Frage. Mir wurde gesagt, man sollte aufpassen, nicht zu nah rangehen. Sobald man sich zu sehr nähert, ist man tot. Uralle. Das erschrecke ich mich von meinen eigenen Schritten. Und das finde ich gerade in der Tat sehr merkwürdig, dass keiner da ist. Wir hatten ja auch noch nie Banditen in der Stadt oder so, ne?
Also hier drin ist definitiv keiner. Ganz, ganz komisch, du. Was ist das denn? String, alles klar. Antibiotika. Ich meine, hier gibt es garantiert so einiges zu holen, aber wo sind die Banditen? Das ist ja das, was mich so gerade so ein bisschen kirre macht, dass keine Banditen da sind. Weil es gibt wirklich keine Einstellung in Mister, irgendwie was einzustellen oder so. Dementsprechend konnte ich die Banditen auch nicht ausmachen. Hätte ich auch nicht, die gehören ja zum Spiel dazu. Aber keiner da. Kann das sein, dass sie wirklich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt auftauchen? Dass sie noch nicht da sind oder so? Oder irgendwie ein Fehler im Spiel ist? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht es ja selber, weit und breit kein Bandit. Da vorne steht unser Auto. Wir sind mitten im Lager. Gut, ich will mir jetzt natürlich auch nicht die Herzen brechen. Wir speichern einmal. Wir werden jetzt mal weiter ins Lager vordringen. Muss ja irgendwo was sein. Oder haben die verschiedene Standorte? Dass sie nicht immer hier sind. Wäre zumindest auch möglich, ne? Aber es ist irgendwie schon komisch. Sehen tue ich auf jeden Fall keinen. Mal abgesehen davon, es sollen ja auch die NPCs, ne, bei den Banditen sein. Davon sehe ich auch keinen. Hier kann man jedenfalls nichts durchgucken. Whisky nehmen wir mal mit. Papier. Ganz viel Papier. Okay, okay. Dürfte es auch immer gut. Es ist schon merkwürdig. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, normalerweise sollen die hier ja rumlaufen, ne? Wir werden da gleich nochmal gucken. Aber ich will nur mal kurz die paar Sachen, die ich eingesammelt habe. Damit wir, falls wir doch noch auf Banditen treffen, wofür ist der Stringer nicht gut? Hier reinschmeißen. Rifle Ammo. Ja, jo, die behalten wir auf jeden Fall. Schmier behalten wir. Das kann drin. So. Und da hinten ist ja auch noch was, ne? Ist das vielleicht... Das sieht aus wie eine Großstadt oder sowas, ne? Wir dürften hier sein. Kann das sein, dass es das hier ist, was noch im Aufbau ist? Kann natürlich sein, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn hier wirklich weit und breit keine Banditen sein sollen, dann muss ich vielleicht doch mal einen Loot resetten, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Vielleicht, wenn er durch auch die Banditen respawnt oder so. Dann hat er irgendwas nicht geladen. Aber das ist den definitiv nicht beabsichtigt. Spät ist das eigentlich. Ah, Zeit hätten wir noch. Aber ihr seht es ja selber, hier ist weit und breit nicht ein einziger Bandit. Hier ist aber auch kein NPC oder sowas. Hose, Koffer, ist doch irgendwas Brauchbares drin. Jo, das nehmen wir doch gerne mit. Verband nehmen wir gerne mit. Hier so ein bisschen Essen. Papier ist jetzt nicht so wichtig, das lasse ich jetzt mal liegen. Stift wäre aber schon wichtig.
Ehrlich gesagt sieht das hier alles sehr, sehr verlassen aus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mir wurde halt nur gesagt, dass die hier sein sollen. Zu sehen ist nichts. Die Gebäude habe ich durch, NPCs auch nicht zu sehen. Es ist schon merkwürdig, ne? Wir werden einfach mal versuchen, ich speichere natürlich vorher ab, mit dem Auto hier durchzukommen. Vielleicht kommen wir ja hin zur Mine. Verkehrt wäre es auf jeden Fall nicht. Vielleicht kloppt das ja, vielleicht auch nicht. Falls sie uns irgendwas in die Luft jagen oder so, können wir immer noch speichern. So, das geht hier erstmal alles rein. Das, ne, doch, ne, das ist schön, sehr schön. Den einmal speichern. Wunderbar. Einsteigen, Motor an. Sehr schön. Dann fahren wir meinen Freund, wenn wir da überhaupt durchkommen. Slalom müssen wir hier wo vorne. Herr, du. Schnell durchfahren ist ja auch so eine Sache, du. Ja, hier ist weit und breit kein Bandit. Komischerweise. Vielleicht haben sie sich überhaupt da einquartiert. Man weiß es nicht, ne? Wer müssten wir ja, wenn wir hier die Straße weiterfahren? Ah, ich kann jetzt natürlich nicht auf die Karte gucken. Selbstverständlich nicht. Oh, halt mal kurz an, mein Freund. Was ist denn das hier? Ist das die Mine? Steig mal kurz aus, mein Freund. Karte geht im Auto nicht. So, wenn das die Straßensperre war. Wir sind hier jetzt, dann müssen wir jetzt hier sein, ne? Und die Mine ist, glaube ich, noch ein weiter. Ich weiß nicht, ob die Mine eine gute Idee ist. Aber wir brauchen die Sachen. Dich will ich jetzt nicht, mein Wolf. Wir haben aktuell genug Essen zu Hause. Wir fahren mal ein weiter. Müsste ja kurz vor der City da sein, hier, ne? Wenn ich mich nicht täusche, müsste es hier zur Mine geben. Oder gibt es noch irgendwo eine Mine, die nicht so gefährlich ist? Ich weiß es nicht. Wo geht's denn jetzt lang? Hier lang? Oder hier lang? So, wenn wir hier rein sind, das müsste geradeaus weitergehen. Gut. Also hier lang. Ich hätte jetzt gedacht, die gesamte Straßensperre wäre voll mit Banditen. Ist, glaube ich, normalerweise auch so. Irgendwas hat er hier mal wieder nicht richtig geladen. Das ist die Mine, ne? Und die soll voll sein mit Viechern, ne? Das ist sie, ne? Gut. Wir werden auf jeden Fall einmal abspeichern. Und den werden wir mal gucken. Das ist doch keine Mine. Das sieht aus wie eine Bärenhöhle. Hierauf komme ich dann nicht. Wie soll man hier was abbauen? Für was scheint sie sehr groß zu sein? Toll. Oder auch nicht. Gut. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ob man hier überhaupt irgendwas abbauen kann. Ist mir auch noch ein Rätsel. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Aber ich bin nicht bei der Mine, ne? Merkwürdig, merkwürdig, dass ich hier keine Banditen habe. Völlig leere Höhle. Wir fahren hier mal weiter. Irgendwo muss hier ja was sein. Oh,
Lich hier bloß jetzt nicht das Auto. Ne. Das können wir hier absolut nicht gebrauchen. Hier geht's mir auch noch mal rein. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo anders hingefahren. Na gut, wir hätten notfalls einen Stift, um zu gucken, wo wir sind. Oder, nee, das ist die Mine, ne? Das ist die Mine. Je. Ja, das hier ist eindeutig. Ist das davor einfach eine Höhle? Gut, wir werden auf jeden Fall einmal abspeichern. Sicher ist sicher. Was ist denn das? Good Fuse? Okay. Wer weiß, wie viele Minenarbeiter da zu Zombies wurden? Na, hier hänge ich fest. Alles klar. Gut, den werden wir aber ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig werden wir das probieren. Auf jeden Fall liegt hier schon mal Kupferohr. Sehr schön. Zinn und Eisen wäre wichtig. Aber mir fällt auch gerade mal so ein. Ich glaube, wir brauchen eine Spitzhacke. Hier liegt auf jeden Fall ein Skelett. Haben wir jetzt gerade Nebel, oder? Nee. Alles klar, das heißt, die Mine ist voll. Die Musik sagt ja schon alles. Gut. Gut. Speichern? Ich weiß mich heute nicht, was hier ist. Aber es sieht hier sehr, sehr lecker aus. Weil man hängt hier natürlich auch überall fest. Steine sehen so ein bisschen vollgeschleimt aus. Oh, jetzt hört man sie auch. Sind sie links oder rechts? Das ist hier die Frage. Das würde ich zu gerne wissen. Wahrscheinlich eher da. Ja. Alter, was? Wie viele kommen denn da? Okay. Auf jeden Fall ein bisschen ins Dorf. Ich hatte einen Begrock, mein Freund. Ein bisschen Klebeband. Sehr schön. Aber wir hatten doch vier. Aber die Schrotze ist schon mal sehr, sehr gut. Zumindest gegen normale Vampis. Vampis allein. Wir sind hier nicht bei Infected Zombies. Spawnen die hier drinnen nach? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, okay. Ist natürlich jetzt die Frage, brauche ich dafür wirklich eine Spitzhacke? Gehen wir mal ziemlich stark davon aus. Wer weiß, was hier alles drin ist. Ehrlich gesagt will ich hier, obwohl wir können hier einmal speichern, weil so schnell dürfen die nicht nachspawnen. Falls ich sterben sollte, stehe ich zumindest wieder hier oben. Okay, da haben wir Nebel. Das sind wahrscheinlich die Ätze hier, die man abbauen muss, ne? Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, ja. Hier, da will ich jetzt auch gar nicht rein. Da ist vermutlich ein Siegernest drin. Und dann kriegt man den Nebel weg. Alles klar. Schrotze ist gar nicht so verkehrt. Ich sollte bloß vorsichtig sein mit der Muni. Ich war der Meinung, wir hatten vier, aber irgendwie...
Gut. Die Erze, die man abbauen kann, sind so alle da vorne. Gut, ich brauche die Spitzhacke. Ich glaube, so hier an den Wänden kann man nichts abbauen. Das waren wirklich die Erze, die da so standen. Aber das erklärt natürlich immer noch nicht, warum keine Banditen im Camp sind. Der ist mal wieder nur Deko. Genau wie der. Ich glaube, das ist auch ein Bug, dass man manche Sachen nicht aussammeln kann. Oh, Sulfur. Sehr schön. Gucken wir uns hier nochmal um. Stein und so brauche ich jetzt nicht wirklich. Gut, gut. Dann muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie eine Spitzhacke machen kann oder so. Und wie ich an die ganzen Materialien kommen soll, ist mal... Ich glaube, ich werde in die Mine müssen, obwohl das auch nicht so aussieht, als wenn da jetzt solche Massen drin sind, ne? Rinder, so, mehr Post aktuell nicht, aber wir haben ja hier noch Platz. Das Rind. Wir haben ein bisschen Kupfer. Das kann Rind, so. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. So. Ich hätte trotzdem gerne Banditen gehabt. Wie gesagt, ich würde halt auch lieben gerne erstmal die Base weitermachen. Einfach aus dem Grund, damit wir im Nebel uns auch mal Zombies farmen können. Aber ohne Materialien immer so eine Sache, ne? Wir brauchen halt... Holz ist nicht das Problem, aber wir brauchen jede Menge Nägel. Und dafür brauchen wir halt das Scrap-Zeugs und so. Entweder muss man den Loot respawnen, dass man wirklich aktuell noch nicht genug findet im Spiel, weil vieles noch nicht fertig ist. Oder ich übersehe irgendwas. Dafür ist die Schrotze schon mal nicht verkehrt. In der Höhle waren wir ja, da ist nichts drin. Kommt wahrscheinlich auch noch. So, und ein bisschen langsamer fahren, mein Junge. Wir wollen uns doch hier nicht keinen Unfall bauen, ne? Das muss nicht sein. Aber mir mangelt es echt so langsam, aber sicher an den Materialien. Aber bin ich so weit gefahren? So weit war die Mine doch gar nicht weg, Mensch. Wenn ich hier weiterfahre, komme ich da in die City, ne? Die noch gar nicht fertig ist. Soweit ich weiß, weil da steht VIP. Work in progress. So läuft der Wolfi. Der interessiert uns im Moment herzlich wenig. Wir haben gerade aktuell genug Essen. So, mich würde es ja nicht wundern, wenn das Spiel ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt die Banditen da sind, ehrlich gesagt. Wundern würde es mich nicht. Tatsächlich, jetzt laufen sie da rum. Ich sehe sie. Das heißt, sie tauchen erst auf, wenn man einmal bei der Mine war, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Können wir die jetzt irgendwie umfahren? Nie im Leben kann ich die umfahren. Jetzt laufen sie da rum. Oder er hat das jetzt erst geladen. Warte mal, das geht doch nie im Leben gut hier, oder? Nee, hier kann ich nicht lang fahren. Hier oben komme ich nicht lang, oder? Kann ich ganz mal probieren? Das Spiel will mich ärgern. Das Spiel will mich echt ärgern. Langsam, mein Freund, langsam. Wir wollen uns hier nicht irgendwie hinlegen. Ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Aber ich will halt auch nicht mit dem Auto hier... Nee, hier komme ich nicht durch. Ich muss durch... Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich muss durch die Banditen durch. Warte mal. Hier kann ich jetzt aber auch nicht umdrehen, ne? Ich versuch's mal. Langsam, mein Freund, langsam. Wir wollen hier nicht runter segeln. Das ist ja so mies. Die ganze Zeit keine Banditen.
Und dann kommt man von der Mine und dann sind sie da. Da kommt ja richtig Freude auf. So, ich muss hier rum, ne? Genau. So, erstmal wieder auf die Straße. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das Banditencamp jetzt überhaupt schon auslöschen kann. Kommen wir da oben vielleicht lang? Ist immer ein bisschen doof, dass man aussteigen muss. Weil das Camp ist auf jeden Fall voll. Ich sehe die da alle rumlaufen. So, wir dürften hier sein. Hier oben lang kommen wir wahrscheinlich auch nicht, aber... Mal ganz probieren. Das Spiel will mich echt ärgern. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, mit dem Auto hier durch die Pampa zu fahren. Wir haben notfalls einen Wagenheber dabei. Das ist das Banditencamp, ne? Ist die Straße, sehr schön. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir rumgekommen? Sieht so aus. Sehr schön. Ja, hier ist die Tanke. Nee, nee, nee. Wieso lädt er den erst, wenn ich in der Mine war? Okay, da werden wir beim nächsten Mal beigehen. Aber da müssen wir Stück für Stück durch. Auf jeden Fall sieht man sie rumlaufen. Alles klar. Das heißt, das Gebiet wurde erst durch die Mine, warum auch immer, geladen. Das ist schon etwas merkwürdig. Aber wir müssen sowieso erstmal diese Speedzacke machen, wie es aussieht. Naja, auf jeden Fall hatten wir jetzt mal eine kleine Erkundungstour. Ich kenne mich ja auch nicht aus dem Spiel. Seven Days ist was anderes. Da weiß ich, welches Gebäude wie viele Zombies drin hat, wo die Zombies größtenteils stehen und so weiter und so fort. Da kann man halt ein bisschen stürmischer rein. Aber hier habe ich keinen blassen Schimmer. Warum und wie, weshalb und... So. Das heißt, die Banditen waren die ganze Zeit nicht geladen. Das heißt, wir haben ab jetzt auch welche in der Stadt rumstreuen, vermute ich mal. Dann sehe ich nicht verkehrt, wer ist Loot. So, den nehmen den Chroma mit, mein Freund. Gebrauchen können wir es auf jeden Fall. Nein, von Wirkschmeißen war hier nicht die Rede, du. Ah, holen wir es gleich. Erstmal wegräumen. Tür zu. Sehr schön. So, das Korn hier mit drin. Und ansonsten, dort ist der ganze Chrom-Whisky hier stapelt, nicht? Zigaretten und dort alles. Jo, 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 jo. Hier haben wir Essen drin. Hier ist noch jede Menge Tinnif drin. Na, die beiden Kippen stapeln auf jeden Fall nicht, weil unterschiedliche Haltbarkeiten, das war Muni. Ach, das ist hier alles so eine Sache mit den Schränken, ne? Die Flaschen, da passt noch eine rauf. Das ist gut. So, hier haben wir auch noch ein bisschen, das ist Futter. Das ist immer noch Futter, du sollst an den ran. Hier sind die Baumaterialien, ne? Ja, gut. Zucker hatten wir hier schon drin, ne? Jo, dann kann der zumindest noch mal drin. Hier, das ist noch Futter. Eigentlich muss der, das hier ist auch noch Futter. Aber der Kram, das muss hier irgendwo hin. Gut. Die Banditen werden wir da auf jeden Fall ausräuchern. So viel steht fest. Ich weiß bloß nicht genau, wie ich das am besten anstellen soll. Aber gegen die Zombies hat die Schrotze doch schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Das war Low-Quality-Metall. Das ist nicht mal Eisen. Schlechte Qualität, würde ich sagen. Ah, ich hau das erstmal hier mit. Ich weiß nicht, wohin mit dem Kram. Das ist das Problem. Aber wir hatten doch irgendwie Stifte drin. Da bin ich mir sicher. Ja gut, da passt auch nur noch ein Stift rein, ne? Jo. So, der Rest ist ja eh meins.
Guck mal, für die brauche ich wahrscheinlich auch jede Menge Materialien, oder? Bauplan ist, jojo, von Concrete Bag. 30 Stück? Und Croquet Block. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie selber machen kann. Kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Aber ich glaube auch nicht, dass das Original ist, dass man einmal komplett durchs Banditengebiet durchfahren kann, ohne dass ein Bandit da ist. Man die Mine besuchen kann, wo man gleich von 4 Zombies überrannt wird. Und dann auf dem Rückweg das Camp plötzlich voller Banditen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, zumindest sind sie da. Dann bin ich ja beruhigt. Hier. So ist besser. Klebeborn hat das noch 100%. Jo, den kann das so rein. Packen wir erstmal Essen weg. Hier, das ist Essen, das behalten wir mal. Das ist auch noch Essen. Essen stoppelt ja sowieso nicht, obwohl es beide die gleiche Prozentzahl hat, ne? Aber es doppelt nicht. Nee, 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 nee. Gut. Also was? Wir werden mal, auch wenn ich es eigentlich ungern benutzen möchte, aber das gammelt uns hier weg, eine Cola trinken. Bevor es weggammelt, kann man es auch trinken. Geht ja nicht anders. Sehr schön. Den kriegen wir zumindest den hier noch mit drin. Das Zeugs kann hier mit drin. Ja, na gut, das ist ein Erz, würde ich sagen. Für Erze habe ich noch gar keine Schränke. Davon haben wir, wow, einen. Ich glaube, bei der Scheune hatten wir ein bisschen was rumliegen. Antibiotika, gut. Wir packen also erstmal alles hier rein. Es ist halt meine Vermutung, dass man wirklich den Loot respawnen muss, um wirklich hier am Anfang oder zumindest zur Zeit vernünftig weiterzukommen. Hier ist auch noch eine Flasche. Wir hatten noch irgendwo diese Electrical-Dinger, das weiß ich. Die Frage ist, wo? Wo? Ich habe keine Ahnung. Da oben. So, dann haben wir den Kram zumindest erstmal weggeräumt. Mal gucken. Was würdet ihr denn dazu meinen? Loot einmal respawnen lassen, das geht hier ja im Hauptmenü, da Loot Refresh, damit man weiterkommt. Weil eigentlich habe ich größere Pläne. Wir sollen ja noch ein bisschen mehr hin. Ich glaube, dafür kriegen wir auf normalen Wege nie die Materialien zusammen. Oder ich mache irgendwas verkehrt, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt aber auch einmal nach der Speedzacke gucken. Die können wir nämlich, glaube ich, hier herstellen. Jo. Low-Qualität gut, die könnten wir machen. Das wäre nicht das Problem. An die Spitzhacke kommen wir. Das Problem ist in der Mine. Ich weiß nicht, ob man da das Gas wegkriegt, aber die ganze Zeit mit Gasmaske, so lange hält die ja nicht. Da Erze abbauen, ist auch so eine Sache. Ich weiß aber auch nicht, wie groß die Mine ist und ob die Zombies da wieder spawnen. Ist alles so eine Frage der Zeug, ne? Ich glaube, wir sollten uns da besser vorbereiten. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr schreibt. Vorhin sind wir erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bye, bye.